Herzlich willkommen zu einer Vorlesung Ingenieurinformatik. Das Thema heute ist allgemeine Arithmetik. Wir haben ja in der letzten Einheit gesehen, dass unsere Zahlensysteme eigentlich alle Stellenwertsysteme sind. Das heißt, je nachdem, wo eine Ziffer steht, also in welcher Reihenfolge die Zahlen dastehen, ergibt sich ein anderer Wert. So, und das machen wir uns ja jetzt bei den Grundrechenarten auch zunutze, wenn wir mal die wenn Sie mal überlegen, wie Sie jetzt in der Schule das schriftliche Addieren gelernt haben, ne, Addition zweier Zahlen, nehmen wir mal hier die 193 und die 222, da haben wir hinten die 3 und die 2 addiert, also quasi die Einerstellen, ne, ergeben sich 5 Einer. Dann die 9 plus die 2, ne, ergeben sich jetzt 11 Zehner, dann schreiben wir die 1 hinten hin, und dann gibt es ja dieses Konzept des Übertrags, ich trage also quasi vorne nochmal eine 1 ein, und dann ergibt sich hier 1 plus 2 plus eben die 1 aus dem Übertrag zu der 4. Also kommt da 415 raus. Das funktioniert, weil wenn wir im Stellenwertsystem die Zahlen direkt übereinander schreiben, immer die gleichen Stellen, also mit dem gleichen Wert, übereinander stehen. Schauen wir mal, ob das auch mit hexadezimalen Zahlen funktioniert. Haben wir wieder die 199 plus die 2a2. Also Sie sehen hinten die 9 plus die 2. Im Dezimalsystem wäre das die 11, ja, in dem Hexadezimalsystem ist das B. Da gibt es keinen Übertrag, also 0 als Übertrag. Ja, dann das A plus die 9 ergibt im Hexadezimalsystem 1, 3. Ja, da haben wir also unten die 3 und die 1 als Übertrag. Und dann sehen wir hinten vorne wieder, 1 plus 2 wären ja die 3 plus die 1 als Übertrag ergibt dann die 4. Das heißt, das Ergebnis der Addition von 199 plus 2a2 im Hexadezimalsystem ist 43b. Also diese ganz einfachen Grundrechenarten funktionieren. Das gleiche funktioniert auch im Binärsystem. Ich habe hier hinten mal die Grundregeln aufgeschrieben im Binärsystem. Also 0 plus 0 ist 0. 0 plus 1 ist 1. Das ist das gleiche wie 1 plus 0. 1 plus 1 ist 0 und ich habe dann einen Übertrag. Und 0 plus 1 plus Übertrag ist das gleiche wie 1 plus 0 plus Übertrag ist 0 plus Übertrag. Und wenn ich 3 Einsen habe, also 1 plus 1 plus Übertrag, ist das gleiche wie 1 plus Übertrag. Es gibt eine 1 und den Übertrag. Schauen wir uns das mal hier an. Also jetzt die 6 plus die 3, beide schon ins Binärsystem umgewandelt. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Schauen wir uns das hinten an, also die Stelle 1, 0 plus 1 ergibt nach den Regeln, 0 plus 1 gibt es eine 1 und der Übertrag ist 0. So, hier steht dann 1 plus 1 plus keinen Übertrag, also 1 plus 1 gibt 0 mit Übertrag. Also schreiben wir hier eine 0 hin und haben dann eine 1 als Übertrag. Die 1, 0 zusammen ist ja wieder die 2, funktioniert ja im Dezimalsystem genauso. Da ist der Übertrag dann 13. Und dann schreiben Sie 1, 3 hin. Zum Beispiel. So, 1 plus 0 plus 1. 1 plus 0 plus Übertrag ist 0 plus Übertrag. Ist ja im Prinzip das gleiche. 1 plus 1, 1 plus 1. 0 plus den Übertrag. Und 0 plus 0 plus Übertrag ergibt hier wieder eine 1. Wenn ich das wieder umwandle, ist das die 9. Hervorragend. Also 3 plus 6 ist 9. So, dann bleiben noch ein paar offene Fragen, die Sie dann bitte bis zum Plenum beantworten. Nämlich überlegen Sie doch mal, ob man die Überlegungen, die wir gerade gemacht haben, zur Addition, also diese, ob man die auch auf Subtraktion, Multiplikation und Division ausdehnen kann. Ne? Ob das auch so funktioniert, so wie Sie es ursprünglich mal in der Schule gelernt haben, schriftliches Subtrahieren, schriftliche Multiplikation, schriftliche Division und so weiter. Ja? Probieren Sie mal, ob das im Hexadezimal, im Oktalsystem auch funktioniert. Dann, ganz wichtig, Binärsystem ist ja für uns jetzt hier in der Informatik eines der wichtigsten Systeme, eben weil man da eben relativ einfache Detektoren für bauen kann. Ne? Also ein Computer arbeitet damit. Deshalb rechnen Sie mal bitte 5 plus 9 im Binärsystem. Vielleicht machen wir im Plenum da noch ein paar andere Beispiele, dass Sie da einfach ein bisschen fit werden. So, dann noch ein kleiner Hinweis, wenn Sie sich mit der Multiplikation und der Division beschäftigen, dann haben Sie in der Schule, bevor Sie schriftliches Multiplizieren und Dividieren gelernt haben, haben Sie vorher erstmal das kleine Einmal-Eins auswendig gelernt. Ne? Also kleine Einmal-Eins,
Zahlen von 1 bis 10 jeweils miteinander multipliziert, ging bis zu 100. Wenn Sie jetzt mit dem 16er-System arbeiten wollen, dann brauchen Sie das kleine einmal 1 zu 16. Ne? Also ich habe hier gelb, das kleine einmal 1 zu 10 und dann in grün noch bis zu 16 erweitert. Ne? Wäre vielleicht ganz praktisch, ne? Das muss man natürlich nicht auswendig lernen, wenn man es in der Klausur dabei hat, ne, kann man einen Blick drauf werfen. Ich habe es auch nochmal komplett hexadezimal, so können Sie es dann wirklich benutzen, um damit bei der Multiplikation und der Division auch tatsächlich zu rechnen. Gut, dann bereiten Sie das bitte bis zum Plenum so weit vor, dass wir dann in die Diskussion einsteigen können, was so die Grenzen sind, was gleich ist beim Multiplizieren und beim Dividieren und wie das dann auch in der Praxis aussieht, wenn wir da ein paar Beispiele zusammenrechnen.